diese Frage aus der Algebra besteht aus 5 Unterfragen, die unabhängig sind voneinander. Und zu jeder dieser 5 Unterfragen wird nur die Endantwort verlangt. Erste Unterfrage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, 8 Athleten auf einer Piste mit 9 Reihen zu stellen, wenn die 8 Athleten auf anliegenden Reihen aufgestellt werden müssen? Wir haben 2 mögliche Fälle. Entweder diese linke Reihe bleibt frei oder diese rechte Reihe bleibt frei. Im ersten Fall haben wir also diese Fakultät von 8 Möglichkeiten. Im zweiten Fall haben wir diese Fakultät von 8 Möglichkeiten. Insgesamt gibt es also Fakultät von 8 plus Fakultät von 8 Möglichkeiten. Das heißt, 2-mal Fakultät von 8 oder auch 2-mal 40.320. Es gibt also 80.640 Möglichkeiten. Endantwort 80.640. Zweite Unterfrage: Seien A und B 2 Ereignisse. Nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit, dass weder A noch B stattfindet, gleich 2/3 ist. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B oder beide stattfinden? A und B sind Ereignisse, also Teilmengen vom Ereignisraum Omega. Angegeben wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass A vereinigt mit B nicht stattfindet, gleich 2/3 ist. Was gefragt wird, ist die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt mit B. Hieraus können wir schließen, dass die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt mit B gleich 1 minus 2/3 ist, also 1/3. Endantwort 1/3. Dritte Unterfrage: In der Menge C, welchen Wert hat der Ausdruck 1 plus i hoch 3 in kartesischer Form a plus b mal i, wo i die imaginäre Einheit ist, für die gilt i Quadrat gleich minus 1. Wir stellen zuerst die Zahl 1 plus i in der komplexen Ebene dar. Und in dieser Zeichnung erkennen wir sofort, dass 1 plus i dasselbe ist wie Quadratwurzel von 2 mal Sis von Pi Viertel. Also 1 plus i hoch 3, das ist Quadratwurzel von 2 mal Sis Pi Viertel hoch 3. Also Quadratwurzel von 2 hoch 3 mal Sis von Pi Viertel hoch 3. Und durch die Formel von de Moivre wird Sis von Pi Viertel hoch 3 zu Sis von 3 Pi Viertel. Quadratwurzel von 2 hoch 3, das ist 2 mal die Quadratwurzel von 2. Und diese Zahl Sis von 3 Pi Viertel stellen wir in der komplexen Ebene dar und lesen sofort Abszisse und Ordinate von diesem Punkt ab. Die Abszisse, das ist minus Quadratwurzel von 2 halbe, und die Ordinate, das ist plus Quadratwurzel von 2 halbe. Also können wir Sis 3 Pi Viertel ersetzen durch minus Wurzel 2 auf 2 plus Wurzel 2 auf 2 mal i. Jetzt verteilen wir noch 2 Wurzel 2 auf diese Klammern und finden so minus 2 plus 2i. Endantwort minus 2 plus 2i. Vierte Unterfrage: Das erste Glied einer arithmetischen Folge ist 3 und die Summe ihrer 5 ersten Glieder beträgt 75. Berechne die Differenz dieser Folge. Durch diese Angaben wissen wir, T1 ist gleich 3
und S5 ist gleich 75. Für eine arithmetische Zahlenfolge haben wir diese zwei Formeln zur Verfügung. Durch die erste Formel finden wir, dass T5 gleich ist zu 3 plus 5 minus 1 mal D, also T5 ist gleich 3 plus 4D. Und durch diese zweite Formel wissen wir, S5 ist gleich zu 5 mal 3 plus T5 geteilt durch 2. Wir wissen aber auch, dass S5 gleich 75 ist. Wenn wir in dieser Gleichung T5 ersetzen durch 3 plus 4 mal D, dann erhalten wir 3 plus 4 mal D gleich 75 mal 2 geteilt durch 5. Somit haben wir 6 plus 4 mal D gleich 30. Das bedeutet, dass D 6 sein muss. Endantwort 6. Fünfte und letzte Unterfrage. Schreibe den folgenden Ausdruck mit Logarithmus von x und Logarithmus von y. Diesen Ausdruck. Zuerst verwandeln wir dieses Produkt zwischen Klammern in x hoch 1 mal x hoch 1 halbes hoch 1 halbes geteilt durch y hoch 1 halbes. Also so. X hoch 1 halbes hoch 1 halbes, das macht x hoch 1 Viertel. X hoch 1 mal x hoch 1 Viertel, das macht x hoch 5 Viertel. Und hier haben wir Logarithmus von einem Bruch. Das ist der Logarithmus vom Zähler minus Logarithmus vom Nenner, also so. Diese zwei Exponenten springen vor diese beiden Logarithmen und so erhalten wir als Endantwort 5 Viertel Logarithmus von x minus 1 halbes Logarithmus von y.